Wissen Sie noch, wer Pantau ist? Und viel wichtiger, was hat er eigentlich auf dem Kopf? Eine Woche lang testen wir im Phantasialand in Brühl Promis aus NRW. Was wissen die Stars noch aus diesen kultigen 80ern? Und auch Sie zu Hause können jetzt mitraten und gewinnen, denn jeden Abend verschenken wir 25x2 Eintrittskarten. Und am Freitag gibt es außerdem eine Reise in die Dominikanische Republik. Der Trip in die 80er startet jetzt ganz aktuell beim Festival der Lichter mit Jessica Kaschuge. Merlin, der Zauberer, eröffnet jeden Abend im Phantasialand in den Herbstferien das Festival der Lichter. Über 1 Million Lichter erstrahlen an Kostümen und Gebäuden. Ja, und unser Promi, der hatte heute beim 80er-Jahre-Quiz so seine Probleme mit der Erleuchtung. Heute sind wir mit Jörg Knörr in Wustown. 3 Rätsel aus den 80ern muss der Comedy-Star lösen. Und damit es nicht zu einfach wird, haben wir ihm vorher ordentlich den Kopf verdreht. Erstens, was trägt Pantau auf dem Kopf? Zweitens, welches Computerspiel frisst Punkte? Und drittens, welche Piraten ärgern Pippis Papa? Oh, 2 weiß ich. 2 wissen Sie. Die ersten beiden. Ah ja, okay. Die dritte Frage wird schwierig. Sie ist Holländerin. Doch bei uns gilt, Vorsagen erlaubt, aber bitte flott. Haben Sie gelesen, wie heißen die Piraten, die Papas, Pippis Papa ärgern? Keine Ahnung. So lange her. Schon lange her? Oh je. Aber die Sommersprossen haben Sie von Pipi. Welche das nicht? Nee, echt nicht. Ja, mal ein Küss, ja? Ah, herrlich, lecker, lecker, lecker. Keine Ahnung. Sie? Messerjocke. Bitte? Messerjocke. Messer? Jocke, glaube ich. Da gab es einen, der hieß Messerjocke und einer hieß? Na? Gabel. Was, Gabel? Nee, ich glaube nicht. Wir haben doch keinen Besteckkasten. Jetzt lösen wir auf. Also, Ihre Antworten für die erste Frage. Ja. Was trägt Pantau auf dem Kopf? Das war immer eine Melone und er machte da-dam, ba-dam, dam, bam, bam. Richtig. Und das zweite, welches Computerspiel frisst Punkte? Ich glaube, das war Pac-Man. Das ist auch richtig. Ja! Und jetzt die dritte Frage. Da haben Sie ein bisschen zu knabbern gehabt, ne? Ja. Welche Piraten ärgern Pippis Papa? Also, ich habe gehört, einmal hieß er Messerjocke und der andere Blutzwente. Blutzwente, ja, das habe ich Ihnen ja noch verraten. Ja, anschließend. Gut. Okay, aber wir lassen es trotzdem gelten. Ja, weil Sie so toll mitgeraten haben, von mir zur Erinnerung das Pippi-Langstrumpf-Buch. Danke, super. Und jetzt können Sie auch gewinnen, liebe Zuschauer, wenn Sie diese Frage wissen. Ja, ganz einfach. Wo sind wir hier? Kleiner Tipp. Hier, Quatsch. Hier. Genau, wenn Sie es wissen, ganz schnell anrufen unter 0190 500 178. Verlosen wir am Ende der Woche eine Reise in die Dominikanische Republik für 2 Personen. Und außerdem verlosen wir jeden Tag 25x2 Freikarten für das Phantasialand. Und mit etwas Glück können auch Sie das Festival der Lichter live miterleben. Tschüss, bis morgen. Stand sie ganz steif, so als ob sie Angst vor einem Stromschlag hatte, aber toll sah es trotzdem aus. Also, wer Lust auf einen Abend im Phantasialand hat und das Lösungswort für heute weiß, kleiner Tipp, es ist nicht Phantasialand das Lösungswort, sondern das, was auf dem Kopf von Jörg Knörr stand. Der kann jetzt schnell anrufen und sich Eintrittskarten sichern unter 0190 500 178. Sie können es aufschreiben. Das Gute nämlich daran ist, kein Anruf geht verloren. Denn wie gesagt, am Ende der Woche verlosen wir aus allen Anrufern eine Reise in die Dominikanische Republik. Das war's von uns für heute mit allen Neuigkeiten. Wir sehen uns morgen wieder, wie immer um 18 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.